Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir und heute zeige ich euch vier coole Camping-Ideen, nicht fünf. Mir sind leider nur vier Sachen eingefallen, deswegen gibt es diesmal nur vier. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Auf jeden Fall hat sich das der liebe Max Stern gewünscht. Der Kommentar hatte auf jeden Fall auch 7 Likes, deswegen denke ich mal, wollten das auch mehrere Leute sehen. Und Freunde, wenn ihr noch eine coole Idee habt, wie immer, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ich lese mir immer alle Kommentare durch und werde dann auch euren Kommentar sehen. So, und dann würde ich mich noch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft wirklich immer richtig, richtig krass, gerade für kleinere YouTuber wie mich. Und den Kanal könnt ihr auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit Nummer 1. So, und zwar ist Nummer 1 ein Zelt. Und nein, ich werde euch nicht so ein Zelt zeigen, weil ich denke mal, das hat jeder schon mal gebaut und sieht auch nicht sonderlich schön aus. So, wir fangen aber so ähnlich an. Und zwar bauen wir erstmal die Grundform vom Zelt. Das ganze Zelt wird insgesamt auch übrigens 5 Blöcke lang. Dann gehen wir hier nochmal eins in die Höhe und bauen jetzt eine 2 hohe Mauer aus den Wollblöcken. Dann gehen wir nochmal eins in die Höhe. So, und wiederholen das Ganze nochmal, bis wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke in die Höhe sind. Das Ganze wiederholen wir einfach nochmal auf der anderen Seite. So, und dann können wir jetzt auch schon anfangen, so eine Art Rahmen aus Holz, um das Zelt hier drum zu bauen, damit es etwas stabiler und nicht so langweilig aussieht. Dafür platzieren wir erst hier unten eine Treppe, dann hier einen Block mit einer Treppe drauf. Und jetzt machen wir hierhin eine umgedrehte Treppe, so, und da drauf wieder eine Treppe richtig rum, damit wir wie so eine Art Blitz haben. Und hier ganz oben in die Mitte noch eine Stufe. Dann sollte es bei euch ungefähr so aussehen. So, und auf der anderen Seite einfach genauso. Und ich sehe gerade, das sieht irgendwie nicht so cool aus, deswegen machen wir das Ganze noch einen höher. Also so, die Stufe einen höher. So, dann bauen wir die Vorderseite einfach auch noch mit den restlichen Wolleblöcken zu, lassen aber in der Mitte so eine Art Tür offen. Auf der Rückseite vom Zelt macht ihr einfach genau wie vorne auch wieder diesen Rahmen aus den Holzstufen und Blöcken drum und lasst hier auf jeden Fall noch 2 blockhohe Löcher über, wo dann später noch Fenster reinkommen. So, jetzt brauchen wir, so jetzt braucht ihr ein paar Zäune und zwar platziert ihr einmal hier oben eins, dann hier in die Ecke, hier wieder oben und hier wieder in beide Ecken auch noch ein Zaun. So, jetzt braucht ihr einige Banner und eine Falltür. Ich nehme einfach jetzt hier die passende Falltür in Blau. Die platzieren wir einfach von innen auf den Boden, so, damit es halt wie so eine Art Tür ist. Und schmücken das Zelt jetzt noch mit ganz vielen Bannern. So, 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 so und so. Und zu guter Letzt noch hier eins hin. Jetzt könnt ihr nämlich die Falltür einfach schließen und schon seid ihr auch da drin vor Monster geschützt. Man könnte natürlich auch eine Tür benutzen, aber ich finde, so Türen passen nicht so wirklich zu Zelten und irgendwie ist es cooler, wenn man so eine kleine Falltür hat, wo man einfach durchlaufen kann. Auf der Rückseite platziert ihr einfach auch wieder einige Banner, so alles schön vollkleistern. Und dann von innen noch 2 Falltüren, die ihr einfach wieder zuklappt, damit ihr nach hinten hin auch etwas rausgucken könnt. So, wie eben angekündigt, werden wir jetzt noch die Seile bauen, womit das Zelt dann hier oben mit dem Boden verbunden ist, damit es nicht wegfliegen kann. So, und das macht ihr folgendermaßen. Ihr braucht dafür ein paar Schweine. Das klingt komisch, aber ja. Ihr macht einfach 1, 2, 3, 4, 4 Blöcke entfernt vom Zelt ein 2 tiefes Loch und platziert ein Schwein dort rein. Dann macht ihr um das Schwein eine Leine drum und baut den Block hier oben wieder zu. Die Leine, die ihr jetzt in der Hand habt, macht ihr einfach oben an den Zaun dran und wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt dadurch so ein cooles Seil erschaffen. Das Ganze könnt ihr jetzt auch noch mit den anderen 5 Zäunen machen, also einfach wieder 1, 2, 3, 4 Abstand zum Zelt, dann ein 2 tiefes Loch, ein Schwein rein, die Leine geben und wieder zubauen und dann die Leine mit dem Zaun verbinden. So, ich habe das jetzt mal auf allen Seiten einfach gemacht und ich finde, es sieht einfach direkt schon viel mehr nach einem Zelt aus und diese Dinger machen einfach richtig, richtig viel aus. Jetzt kümmern wir uns noch um den Innenraum und dafür ersetzen wir den Boden hier einfach mal durch graue Wolle. Einmal so, dann noch 2 gemütliche Betten, dann eine Kiste und eine Werkbank. Und wer will, kann hier einfach noch eine kleine Pflanze platzieren. So, und etwas Licht darf natürlich auch nicht fehlen. Ich finde, es sieht eigentlich ganz gemütlich aus hier innen drin. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit Nummer 2. So, Nummer 2 wird ein Lagerfeuer. Und bevor jetzt alle schreiben, dass ich schon im Gartenbautipps-Video ein Lagerfeuer gebaut habe, ja, das stimmt. Aber erstens zeige ich euch diesmal ein anderes Lagerfeuer und zweitens finde ich einfach, muss ein Lagerfeuer bei einem Campingvideo dabei sein, weil was gibt es mehr Campinghaftes als ein Lagerfeuer? So, dann fangen wir mal an. Wir bauen erstmal eine 2x3 große Grube, die 2 Blöcke tief ist, also so. Und machen hier links neben noch ein Loch in den Boden. Jetzt platzieren wir hier hinten links in die Ecke ein Bett und hierhin 2 Mauern. Das hat jetzt noch nicht so viel Ähnlichkeit mit einem Lagerfeuer, aber wartet ab, Freunde. Das sieht am Ende wirklich ziemlich, ziemlich cool aus.
Jetzt kommt hier hinten rechts in die Ecke ein Wasser und hier in dieses Loch ebenfalls ein Wasser. So, die hinteren beiden Blöcke bauen wir einfach wieder zu, die unteren lasst ihr aber offen. Jetzt braucht ihr wieder zwei Mauern, die ihr einfach einmal so und dann noch so platziert. Dann baut ihr hier hinten einfach einen zwei Block hohen Turm aus Blöcken, die ihr möchtet. Für den nächsten Schritt braucht ihr einige Rüstungsständer, die platziert ihr jetzt nämlich einfach einmal so hier rein. Macht das immer aus verschiedenen Perspektiven, also einmal ein bisschen schräg, dann aus der Richtung, dann vielleicht noch einmal so gerade, dann von der Seite nochmal und vielleicht nochmal so, damit es am Ende einfach ungefähr so aussieht, also wie so eine Art Kreis. Habt ihr das gemacht, könnt ihr hier diese Wasserquelle wieder zubauen und jetzt werdet ihr sehen, werden die Rüstungsständer hier so ein bisschen hüpfen. Das sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Deswegen bauen wir jetzt die vordere Mauer wieder ab und platzieren hier hinten rein nochmal ein Wasser. So, und jetzt seht ihr auch schon, hören die Dinge einfach auf zu springen. Und die hintere Mauer bauen wir auch einfach wieder ab. Für den Feuereffekt vom Feuer brauchen wir natürlich noch etwas Lava. Dafür machen wir hier in der linken Ecke die Mauer wieder weg und platzieren einfach ein Lava hier rein. So, und dann seht ihr jetzt auch schon, wie das Ganze funktioniert. Und zwar brennen die Rüstungsstände einfach, werden aber wieder automatisch durch das Wasser gelöscht. So, jetzt müssen wir das Loch natürlich wieder zubekommen. Und dafür drücken wir einfach die Erdeblöcke hier mit dem Kolben einfach in das Loch rein. Das machen wir zweimal, also einmal so. Das reicht so noch nicht aus, weil wir wollen, dass die Blöcke auch im Boden sind. Deswegen wiederholen wir das Ganze einfach nochmal, indem wir nochmal hier Erde drauf platzieren und dann wieder alle Kolben nacheinander auslösen. Jetzt können wir einfach alles abbauen. So, und schon sind wir fertig. Und ich finde, es sieht einfach gar nicht mehr aus nach richtigen Minecraft, sondern mehr nach einem Mod oder sowas. Es ist trotzdem ziemlich cool, dass man das einfach in Minecraft Vanilla einfach so bauen kann. Und ja, machen wir weiter mit Nummer 3. So, Nummer 3 wird ein Campingwagen und dafür platzieren wir erstmal die beiden Reifen aus Kohleblöcken mit einem Abstand von zwei Blöcken dazwischen und verbinden die dann quasi mit Quarzstufen. So, und hier auch nochmal so genau. Achtet darauf, dass ihr nach rechts drei Blöcke macht und nach links zwei Blöcke. Jetzt an beide Reifen noch einen Rahmen mit einem Kohleblock drin, die dann einfach die Felgen darstellen sollen. So. Und die Lücke in der Mitte können wir auch einfach mit den restlichen Quarzstufen füllen. Dann kommen wir jetzt zum Rand und zwar machen wir hier einfach zwei Blöcke hin, also zwei Quarzblöcke. Über die Reifen eine umgedrehte Treppe und dann hier nochmal zwei Quarzblöcke und hier lassen wir ein Loch für die Tür später offen. Dann links und rechts an beide Seiten eine umgedrehte Treppe, so. Und hier genauso, so. Jetzt über die Quarzblöcke kommt eine Schicht farbiger Beton. Ich nehme einfach mal gelben Beton. Ihr könnt aber auch jeden anderen farbigen Beton nehmen, den ihr möchtet. Aber lasst hier zwei Löcher über für die Fenster später. Dann wieder eine Schicht Quarzblöcke oben drüber und wieder auf beiden Seiten wie unten auch die Quarztreppen. Dann würde ich sagen, machen wir schon mal die Fenster hier rein. 1, 2 und hier die Tür. Und dann machen wir mit der Rückseite weiter. Die Rückseite führt ihr einfach wie an der Seite auch fort mit Treppen. Und hier hinten wieder die gelben. Hier lassen wir wieder eine Lücke offen für die Fenster. Und oben einfach auch nochmal die. Dann füllen wir hier wieder die Fenster ein. Und jeder Campingwagen hat natürlich auch Rücklichter. Deswegen dürfen die natürlich auch nicht fehlen. So, diese Seite sieht eigentlich genauso aus wie die andere Seite auch, halt nur ohne Tür. Ich baue das hier mal ganz kurz vor. So, also wirklich 1:1 wie auf der anderen Seite, halt nur ohne die Tür hier. Vorne eigentlich genau wie hinten auch, hier wieder zwei Treppen, das lassen wir offen und oben auch noch zwei Treppen und dann hier wieder die Fenster rein. So, das Dach machen wir einfach aus Quarzstufen, so, allerdings hier einen Block erhöht. So, alles schön zubauen, das hier wieder weg und dann ist auch schon der Grundriss vom Campingwagen fertig. So, noch kurzer Hinweis, ich habe hier nochmal so ein paar verschiedene Quarzblöcke eingebaut, wie zum Beispiel hier diese Quarzziegel, weil ich fand, nur diese glatten Quarzblöcke sah etwas langweilig aus hier überall. Deswegen haben wir jetzt so etwas mehr Abwechslung und ich finde, es sieht einfach ein bisschen schöner und lebendiger aus. So, was jetzt noch fehlt, ist die Anhängerkupplung. Ich glaube, das heißt so, also das, womit man den Campingwagen dann ziehen würde, einfach zwei Quarzstufen und dann sind wir auch schon mit dem Äußeren vom Campingwagen fertig. So, dann kümmern wir uns jetzt noch um den Innenraum und dafür gehen wir einmal rein, machen hier hinten zwei Betten rein, dann wie eben im Zelt auch noch hier oben eine kleine Pflanze, damit es einfach etwas wohnlicher aussieht. Dann hier noch einen kleinen Ofen und hier noch eine Sitzgelegenheit, so mit einem kleinen Tisch und wieder auch eine
Blume und natürlich wieder eine Laterne, damit es hier nicht zu dunkel ist. Und so, wer will, kann natürlich vorne auch noch ein Auto dran bauen, damit es einfach etwas realistischer aussieht. Das Ganze werde ich jetzt hier aber nicht mehr zeigen, weil es erstens zu lange dauern würde und zweitens habe ich das Auto schon in einer anderen Farbe in meinem Harry Potter Video gezeigt. Dort könnt ihr euch sehr gerne anschauen, wie man das ganze Auto baut und dann könnt ihr es auch zu eurem Campingwagen bauen. So, und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur letzten Nummer, und zwar zu Nummer 4. So, Nummer 4 sind Schlafsäcke und die sind wirklich so schnell zu bauen und vor allem auch so einfach. Ihr nehmt euch einfach ein farbiges Bett, macht zwei Löcher in den Boden, platziert das Bett einfach dort rein und was ihr dann nur noch machen müsst, sind einfach zwei farbige Teppiche hier drauf platzieren, natürlich passend zum Bett. Und schon habt ihr einfach einen super einfachen und simplen Schlafsack, wo ihr aber auch drin schlafen könnt. Ich habe jetzt einfach mal ganz kurz Nacht gemacht, damit ihr auch sehen könnt, dass man da drin auch wirklich schlafen kann. Also so, zack, ihr könnt euch einfach reinlegen und darin schlafen. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet euch einige coole Camping-Bautipps für eure Welt in Minecraft mitnehmen. Und wie immer, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich so riesig, riesig freuen. Und wenn ihr noch eine coole Idee habt, die ich vielleicht mal bauen könnte, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, haut rein, Freunde, und ciao!